Good morning in the morning, ihr Lieben. Didi ist mein Name. Ich bin heute beim Outdoor Film Festival hier im Tanzbrunnen in Köln. Unter anderem sind hier Enno, Mero, Juju44, K-O-O-L, S-A-V-A-S, euer bester Freund, Takt 32, Infinite und viele mehr. Ich stimme euch heute mit. Mal gucken, wie es wird. Geschafft, ey. Der Einlass hat ein bisschen gedauert. Ist ein bisschen voll draußen, keine Ahnung. Wir haben es noch nicht so ein bisschen hingekommen mit den Einlassdingern, aber ich habe mein Bändchen. Bin hier drin. Alles klar, jetzt gleich kann es losgehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Schau mal, wen ich hab. Ich hab Tag 32 hier. Wie geht's? Wie war dein Auftritt? War gut, das war mein Freund. Es ist eine sehr frühe Zeit, aber die Leute waren trotzdem sehr motiviert. Du bist ja live ein Monster, wie du abgehst. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch durch die Coverschlacht. Wir sind ja jedes Wochenende unterwegs und dann kommt manchmal so ein bisschen Routine einfach rein. So. Das ist natürlich ein Vorteil, den ich habe, ja. Wie ist das? Du hast ja Vollgas gegeben und heute Abend schon wieder, oder was? Nochmal? Ja, ich habe jetzt 5 Stunden Zeit, mich volllaufen zu lassen und wieder nüchtern zu werden. Ich glaube, das schaffe ich. Perfekt. Letztes Jahr kam deine EP. Genau. Was ist nächstes geplant bei dir? Ich habe erstmal jetzt ein paar Singles noch im Anschlag, so das werde ich noch machen und dann mal gucken. Eigentlich habe ich auch genug Songs für ein Album, aber ich schaue einfach mal. Perfekt. Wir lassen jetzt einmal aus, okay? Ja, mein Eindruck vom Out for Fame war relativ Spaß gemacht. Die Lineups waren sehr unterschiedlich, aber war relativ cool. Besonders gefallen hat mir Tag 32, war Wahnsinn. Vor allem hat er am Abend, ist er dann nochmal aufgetreten. Juju war wirklich richtig, richtig stark. Super Show, man merkt, dass sie live einfach ein Monster ist. Ja, die Jungs von Freunde von Niemand waren auch mega stark. Ja, was ein bisschen komisch war, die Fanbases sind halt sehr... Also waren sehr, sehr unterschiedliche Fanbases. Das wäre der einzige Kritikpunkt, den man machen kann. Und die Venue war mega, mega stark. Ja, ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, danke.